Sport machen, das tut's wichtig. Ja? Mhm. Okay. Hallo? Also, ich habe mir Großes vorgenommen. Wir haben uns gestern bei einer Untergruppe von unserem Montagsmahnwachen hier getroffen. Wir haben uns ja in verschiedene Gruppen aufgeteilt, Ernährung und so weiter, Wirtschaftssystem etc. Und da war gestern, ging es um Pressearbeit. Und da wir wieder mal irgendwie erstaunlich viele Leute waren, fand ich, so über 10, glaube ich, habe ich dem vorgeschlagen, dass wir uns da wieder aufteilen in Untergruppen. So, das klappt eigentlich ganz gut bisher. Und ich habe da eine Idee irgendwie jetzt ins Auge gefasst und die soll groß werden. Ich hoffe, ihr unterstützt mich da alle. Es geht darum, dass es mir so geht. Ich mache noch mal ein Stück runter. Es geht mir so, wenn ich irgendwie noch eine Mainstream-Schlagzeile im Fernseher noch mal irgendwo bei wem mit was mitkriege, irgendwie ich kriege Hirnkrämpfe. Also das führt bei mir regelmäßig zu Ohnmacht, Wutanfällen. Ich könnte ausrasten und ja, ich habe mir überlegt, was kann man dagegen tun, außer jetzt mal entspannende Musik zu hören, um wieder runterzukommen. Und ich habe jetzt in Angriff genommen, dass wir am Tag der Deutschen Einheit dem Mainstream-Medien mal richtig auf die Füße treten, mal vor Ort da sind. Also da die ja nicht wirklich ernsthaft bei den Montagsmahnwachen vor Ort sind, kommen wir eigentlich einfach mal zu ihnen, zeigen ihnen unseren Unmut, kreativ und laut. Und also für mich ist es klar, warum ich da hingehe. Und nochmal kurz erwähnt irgendwie, für jeden, warum könnte er da hingehen? Für einen Heilpraktiker. Herr Heilpraktiker, erleben Sie es, dass die Mainstream-Medien vernünftig über ihre Methoden berichten? Erleben Sie es, dass Pharmaindustrie immer wieder übervorteilt wird, dass immer wieder skandalöse Beiträge zu dem Thema Medizin und so weiter, alternative Krebsheilung da sind. Liebe Archäologen, erleben Sie es immer wieder, dass neueste Entdeckungen, fantastische Entdeckungen einfach unter den Tisch fallen, wo die Mainstream-Medien nichts zu sagen. Liebe Wirtschaftsexperten, lieber Börsenmakler, erleben Sie es immer wieder, dass da ganz andere Sachen im Hintergrund passieren und und nicht wirklich authentisch berichtet wird, wie dramatisch eigentlich die Schuldenkrise ist. Liebe Schwulen, erlebt ihr es, dass ihr es immer noch nicht vernünftig im Mainstream irgendwie geschafft wird, da irgendwie euch eine Plattform zu bieten? Was haben wir noch? Journalisten, ja, erlebt ihr es, dass ihr nicht vernünftig arbeiten dürft? Kotzt euch das nicht alle tierisch an? Liebe Hebammen, fühlt ihr euch zu wenig solidarisiert mit eurer Problematik? Es gibt so viele, ich könnte jetzt unendlich weitermachen, ihr wisst ja alle, was ich meine. Es gibt für jeden eigentlich, egal in welchem Bereich irgendwie, und wenn es nur der einfache Arbeiter ist, dem über die Mainstream-Medien immer noch irgendwie gesagt wird, er muss noch fleißiger sein, er muss sich irgendwie abfinden mit gewissen Lohnkürzungen, mit dies und das, das ist ja alles Blödsinn. Es gäbe ja Alternativen. Es gäbe wunderbare Alternativen zu allem, was wir im Moment an Missständen in unserem System haben. Und da decken die Medien nicht drüber auf. Und das ist ein Riesenskandal, eine Riesenschweinerei. Das macht mich super wütend. Und ich finde, es wird Zeit, nicht nur die Leute zuzuspammen, nicht nur diese Medien zu boykottieren, sondern dass wir denen mal echt vor die Tür treten, denen in die Augen schauen und sagen, so nicht weiter. Ihr seid mitverantwortlich für diese Verbrechen. Ich hab die Schnauze voll davon. Ja? So. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie soll das jetzt ungefähr aussehen am 3. Oktober? Ey, ich will das nicht. Also klar, ich kann mich auch alleine hier vor die Braunschweiger Zeitung stellen und dem mal meinen Unmut, den ich schon seit 20 Jahren gegen die Hege irgendwie kundtun, wird nicht viel helfen. Ihr seid alle gefragt. Es gibt jetzt eine Gruppe irgendwie bei Facebook. Ihr müsst mir helfen, ich habe null Ahnung von Informatik. Wenn jemand sagt, ich mache dir eine Internetseite, hey, super, geil, danke. Weil Facebook ist nicht alles, da kann man eben kaum, das geht immer alles wieder weg. Da kann man keine Listen aufstellen, da kann man schlecht mitarbeiten eigentlich. So. Ich habe jetzt eine Gruppe erstellt, die ist groß geschrieben, bundesweiter Flashmob vor Pressezentralen.
Und die Veranstaltung heißt bundesweiter Flashmob, jetzt klein geschrieben, normal geschrieben, bundesweiter Flashmob vor den deutschen Pressezentralen, so dass man das nochmal unterscheiden kann. Also, in die Gruppe eintreten und dann geht's los. Wie organisieren wir das jetzt? Oder erstmal zurück, wie kann das aussehen? Ich habe zum Beispiel die Idee, dass wir einfach mal die Pressesprecher dieser Pressezentren oder der GEZ oder des ARDs mal darum bitten, ein Statement abzugeben. Und dann stehen wir da eben mal mit 20 Leuten mit unseren Handykameras, umringen den mal, wie die das so gerne machen, ja. Und jetzt sagen Sie mal bitte, warum haben Sie das verheimlicht? Warum klären Sie nicht über den 11. September auf? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Und bringen die mal in diese Position, sich verteidigen zu müssen. Und wenn da keiner auftaucht von denen, von diesen Menschen, die da in der Presse arbeiten und kein Pressesprecher mit uns reden will, dann müssen wir das eben ein bisschen faken. Dann werden wir das eben selber uns ausdenken, wie das aussehen kann. Eine Idee. Wir können Saftpressen mitbringen. Einfach nur als Symbol hinhalten. Ja? Wir können Schilder basteln. Ich wäre natürlich super erfreut, wenn sich in den einzelnen Regionen, Städten, wie auch immer das aussehen wird, Leute dazu bereit erklären, eine Demo richtig anzumelden, dass das vom Flashmob-Ding, das war jetzt erstmal die grobe Idee, wegkommt, dass es einen Sternmarsch von der Stadt gibt. Richtig Rabatz machen, mal richtig laut sein, den Leuten richtig viele Flyer in die Hand drücken, dass sie uns nicht mehr übersehen können, dass der Mainstream mal wirklich, ich sag's jetzt mal, ja, bloßgestellt wird, dass wir da mal mit dem Finger deutlich drauf zeigen, weil das machen die mit uns auch in ziemlich unfairer Weise und wir werden das fair machen. Wir müssen nicht lügen, wir müssen nicht diffamieren, wir müssen nur aufzeigen, was die tun und wir werden sie stellen. Und zwar am 3.10.2014, ja. Und ja, Sternmärsche dorthin, Trillerpfeifen, Trommeln. Einfach mal laut sein, präsent sein, kreativ sein. Lasst euch was einfallen, bitte. Bitte macht mit. Falls ihr mich bei Facebook sucht, Mogli Xeno, ganz ne, mit X-E-N-O, mit meinem richtigen Namen in Klammern Fabian Götting. Da werdet ihr auch weitere Informationen zu finden. Und ja, und da werde ich dann versuchen, eben über Internetseite, über die Gruppen dann einzutragen, wer sagt hier, da, die Zentrale, DPA-Zentrale, Bertelmann-Group-Zentrale. Also wir müssen ja nicht immer bei den kleinen Fischen ansetzen, wir können ja einfach mal bei den großen Überorganisationen mal hingehen und aufzeigen, hier, guck mal, wer da alles irgendwie drunter steht. Ja? Wie viele Fernsehsender jetzt unter der Media AG eigentlich untergeordnet sind und bei dem mal Rabatz machen. Ja? Fände ich auch sehr sinnvoll. Also macht einfach mit, überlegt euch, was am meisten Sinn macht, taucht bei der Gruppe auf, schreibt euch ein. Ich bitte darum, einfach friedlich, aber kreativ, bunt und laut am 10.3. vor dem Pressezentralen deutschlandweit. Wir zeigen es denen mal richtig und die sollen mal wirklich, die können sich immer noch drücken auf ihren Stuhlen, vor ihren PCs. So eine Spam kann man schnell wegschalten, aber wenn wir dann sie wirklich mal von Auge zu Auge sehen, dann geht es denen vielleicht mal anders. Und dann überlegen sie sich mal, ob sie diese Verbrechen weiter mit unterstützen wollen. Jo. Danke, dass ich das hier sagen durfte. Macht mit, Leute, das wird eine Mordsgaudi, das wird eine Riesenparty, das kann richtig Spaß machen, mal den ganzen Frust rauszulassen. Ich sehe das als therapeutische Maßnahme, ey, wie viel negative Emotionen ich schon wegen diesem Missverein hatte, ey, wie ich schon durchgedreht bin. Ich gebe dann das jetzt alles mal am 10.3. geballt 5 vor 12 zurück. Hier habt ihr euren Mist, bitteschön, und jetzt lasst mich in Ruhe, ich brauche eure Lügen nicht mehr. Danke. Ganz einfach unsere Facebook-Gruppe zurzeit noch zu finden, einfach unter mahnwache-braunschweig.de. Diese Internetadresse ist zurzeit noch gelinkt auf unsere Facebook-Seite, bis unsere Seite soweit fertig ist.